wieder. Die Dahlbergs. Unterwegs zu Hause. Genau. Inzwischen sind wir in Slowenien. Wir sind ja mit der Fähre von Griechenland nach Italien. Da ist eine richtige Rampe drin, da kann man richtig hochfahren. Griechenland. Hat mächtig geregnet, aber eine Nacht waren wir noch in Italien auf einem Stellplatz. Das war auch nicht schlecht. Aber natürlich jetzt nicht ein Highlight, über das man berichten müsste. Und dann sind wir weitergefahren nach Slowenien, wie ihr dem Film, den wir gleich einspielen, entnehmen könnt. Jetzt mussten wir uns, weil wir ja aufgelastet hatten, mussten wir uns ja so ein kleines Teil da anschaffen. So eine kleine Box. So, und die registriert jetzt alles, was wir hier verfahren. Ja, und nun sind wir hier in Slowenien. Und wie ihr seht, tragen lang. Wie heißt Postojna. Das? Postojna. Ja. Postojna. Wir wollen uns hier die Höhlen von Postojna anschauen. Ich will immer Paranoia sagen, aber Postojna, okay. Ja. Das war ein Erlebnis, diese Höhle. Kann man nur jedem empfehlen. Und Christoph, bereit zum Wandern? Ja, durch die schwarze Höhle. Die schwarze Höhle? Ja, so heißt die. Die Jammergrotte. Die Postojna. Jammergrotte. Seit 3 Tagen stehen. Jetzt endlich raffen wir uns auf und gehen mal durch die Höhle. Genau. Ist ja krass. Eben noch am Strand in Vrochos, jetzt in der Höhle in Slowenien. Wie kommst du so schnell hierher? Das ist auch schön. Mit der Fähre. Ach, in die Höhle? Ja, mit der Fähre in die Höhle. Jetzt steht das größte Abenteuer vor. Wir seilen uns hier ab. Das ist Boot. Ne? Unser größtes Abenteuer. Wir seilen uns jetzt hier ab. Mit dem Boot, ja, und dann fahren wir den Fluss runter. Ja. Ist ja Wahnsinn. Wir haben so Schlauchboot. Also wir sind jetzt hier, wie lange waren wir hier? 3 Tage auf diesem Campingplatz. Haben hier wieder mal ein bisschen Wäsche gewaschen und alles wieder aufgefüllt. Ja. Ist übrigens ein sehr, sehr schöner, im Wald gelegener Campingplatz. Ja. Ja, wir fahren jetzt jedenfalls weiter und melden uns dann aus. Nee, erstmal noch. Nee, stimmt, wir fahren jetzt erst nochmal zu dem Schloss. Zu diesem Schloss fahren wir noch. Das so ein, oder eine Burg, die mitten in die Felsen gebaut ist. Genau. Die schauen wir uns auch noch an. Wunderbares Wetter, herrliche Landschaft in Predjama Castle, am Predjama Castle. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schön hier.
Okay. Vielleicht kann man ja mal ein bisschen gucken, wo das hier steht. Das ist ja auch herrlich hier. Aber hier darf man leider nicht übernachten. Nein. Sonst kann man wir das hier glatt tun. Von 6 bis 20 Uhr darf man hier stehen. Aber jetzt weiter, ne? Wir fahren, denke ich, schon weiter, weil wir wollen heute noch bei Tageslicht einen Stellplatz erreichen, der 50 Kilometer weiter Richtung Kroatien ist. Genau. Und aber das wollten wir alles in Ruhe und Gelassenheit vornehmen. Und hier ist der kleine Ort Orehek mit 30 Einwohnern, wie das Schild ausweist. Orehek. Da ganz hinten das oberste Häuschen, was da steht, da steht unser Wohnmobil. Da sind wir jetzt den dritten Tag und also haben am ersten Tag noch 5 andere Wohnmobile waren noch da gewesen und als die am nächsten Tag wegfuhren, sind wir jetzt 2 Tage da ganz allein gewesen und in diesen 2 Tagen sind 2 Autos vorbeigekommen. Aber auch bloß vorbeigefahren und das war's. Man hört absolut nichts. Wir sind den dritten Tag auf dem Stellplatz, den wir dann jetzt gleich mit dem Mavic nochmal besuchen wollen. Mal gucken, ob der da den Kilometer mal rüberfliegt. Wir haben hier eine tolle Aussicht. Es ist landschaftlich herrlich, aber es ist nichts hier. Es ist still. Jetzt hört man ein paar Fliegen. Ein paar Fliegen. Fliegen sind genug hier. Und heute Morgen hatten wir Besuch von 3 kleinen Jungbullen, die mal gucken wollten, wer sich da auf dem Stellplatz rumtreibt. Die haben dir ja einen mächtigen Schrecken eingejagt. Die haben, auf einmal gab es einen dumpfen Knall und dann hat wahrscheinlich einer von denen mit dem Schwanz gegen unser Wohnmobil geklatscht. Ja, aber was er wollte, haben wir nicht in Erfahrung bringen können. Als wir dann rausgeguckt haben, sind sie auch Milch konnten sie keine geben, weil es waren ja Bullen. Jungbullen. Ja, genau. So, hier in diesem Vorraum haben wir gesessen und gestanden und jetzt zeige ich euch das mal. Hier steht auf diesem kleinen Hügel steht diese Kapelle. Ringsherum ein weit gedehntes Tal. Da oben dieser ehemalige Glockenturm nehme ich an, oder sind das bloß Fensterchen von irgendwas? Weiß nicht, ob da mal Glocken drin waren. Diese Kapelle hat nicht mal einen richtigen Zufahrtsweg. Nur über die Wiese. Über einen Hügel kommt man hier hin. Thank you.
Ja, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wir sind in Kroatien. Genau, in Vrsar. Hast du das richtig ausgesprochen? Vrsar? Ich weiß gar nicht. Das heißt, glaube ich, anders. Man, ne? Beachte den Gesichtsausdruck. Vrsar? Ja. Ja, das Problem ist, dass das wäre, das ist ja gar nicht dort. Vrsar? Wir waren schon mal vor drei Jahren hier. Ja. Wir besuchen hier ein paar Freunde, über die wir schon mal berichtet hatten. Und jetzt steht unser zweimal im Jahr stattfindender Rommé-Abend wieder statt, an dem ich traditionsgemäß gewinne. Und alle anderen sauer sind, weil er immer gewinnt. Ja, mal gucken wir mal, wie es läuft. Wir werden sehen, ob du diesmal wieder gewinnst. Wir sind dagegen, ne? Ja. Aber das Publikum drückt mir den Daumen. Ne, welches? Die da draußen an dem Bildschirm. Das glaube ich gar nicht. Das ist ja erst der erste Abend, ne? Naja, klar. Ich habe ja noch die noch Chance zwei. Auf Revanche. Naja. Ich schlafe da jetzt einfach mal eine Nacht drüber und dann gucken wir mal, wie es morgen läuft. Herbstgrüne Bohnen, Fritten, Salzkartoffeln, gegrilltes Gemüse. Na Christoph, was isst du denn jetzt? Also ich esse ein Hackschnitzel. Ich auch. Und ich nehme dazu Salzkartoffeln. Und grüne Bohnen auf Butter. Wow. Und vielleicht noch einen Krautsalat. Ja, immer geradeaus erstmal. 8,2 Kilometer. Wieder zurück in Slowenien. Kurzer Ausflug nach Kroatien, 3 Tage. Kroatien ist schön, aber teuer geworden. Extrem teuer. Gehört von daher nicht mehr zu den ersten Zielen in den nächsten Jahren, bei uns jedenfalls. Naja. Wir sind hier in... Kurz vor Bled, oder wie hieß das? In Tricic. Ach, da weiß jeder gleich, wo das ist. Okay, also wir sind in Slowenien, kurz vor der österreichischen Grenze. Genau. Der Karawankentunnel ist nicht mehr weit. Ja, mal gucken. Und wir, denke ich schon, und wir müssen bloß mal eine Nacht hier schlafen. Das Erstaunliche in Slowenien, haben wir das jetzt schon mal erlebt, es gibt Strom auf einem Stellplatz hier umsonst und Wasser, Frischwasser und Strom. Und man kann hier umsonst stehen, das ist schon erstaunlich. Wir haben hier sogar, wir hätten sogar die Möglichkeit hier in dem Bad da unten noch baden zu gehen, mit dieser Aussicht auf die Berge. Natürlich, das Wetter spielt nicht so ganz mit jetzt im Moment, aber ich finde das schon. Also wir können hier die Toiletten entleeren. Im Moment tanke ich gerade Frischwasser. Wir hängen am Strom. Kostet alles nichts. Alles frei. Das finde ich schon, das ist bemerkenswert. Das findet man selbst in Deutschland nicht so häufig, wenn überhaupt. Keine Ahnung. Alles umsonst habe ich noch nicht erlebt. Ja, nun stehen wir halt eine Nacht hier und dann fahren wir durch Österreich durch. Und sind wieder zurück in Deutschland. Freuen wir uns auch ein bisschen drauf, wenn wir da wieder zu Hause sind. Allerdings, Fernsehen, man sieht es, wie verzweifelt die Antenne dreht. Gibt es nicht und WLAN auch nicht. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Und das, was wir jetzt hier haben, ist schon mehr wie genug. So, jetzt fahren wir durch den Karawankentunnel in Richtung Österreich. 7,8 Kilometer lang. Unsere Windschutzscheibe wird langsam hier ziemlich voll. Wir haben eine DARS-Go-Box und eine Go-Box. Und das piept jetzt gleich schön. Die Freibeuter der Autobahn lassen schön grüßen. Sie haben wieder zugeschlagen. So, wir sind wieder in Deutschland. Wir stehen jetzt in Erding an der Therme, die wir wahrscheinlich aber nicht besuchen werden. Wir werden uns Erding angucken und machen hier nochmal 3 Tage Stopp. Und wie geht's dir so wieder in Deutschland? Ich habe heute filmfreien Tag. Heute ist kein Dreh. Nee? Sagst du nichts zu Deutschland und zum... Ja, Deutschland ist so geblieben, wie wir es verlassen haben. Hat sich nichts geändert, ne? Ja, ist ja gut so.
zum Teil. Ja, wir sind wieder zu Hause. Genau. Fast 7000 Kilometer. Ja. War schon ein ganz schöner Batzen in einem Vierteljahr, aber es hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir hier in dem anderen Zuhause, das wir jetzt noch winterfest machen, unser Mobilheim. Und ja, im nächsten Vlog wird dann mal nicht über eine Reise berichtet, sondern wir zeigen, wie das hier winterfest gemacht wird, das Mobilheim. Und wir zeigen euch mal vielleicht so ein bisschen von unserem Wohnmobil. Ja. Das mal, einige haben da so ein paar Fragen gehabt. Auf besonderen Wunsch einiger weniger, die gefragt haben, ob wir mal, mal das Wohnmobil von innen zeigen können. Also keine technischen Analysen und so. Ich gehöre eher zu denen, die die Motorhaube öffnen und sagen, was dieses Durcheinander soll ein Motor sein. Bei mir muss ein Motor funktionieren. Und wie dieser unserer jetzt 7000 Kilometer gefahren ist, das findet schon meine Hochachtung. Ja.